Würden die Aktien der Boeing ihrem Investitionskoffer Flügel verleihen? Der Name Boeing steht für ein weltweit bekanntes amerikanisches Unternehmen. Der Konzern ist einer der weltweit größten Hersteller von Flugzeugen und von Militärtechnologie. Während die meisten von euch nur die Flugzeuge kennen, die diesen Namen tragen. Für die Vielreisenden von euch sind solche Namen wie die Airbus oder die Boeing sicher kein Fremdwort. Während denjenigen, die meistens zwischen Brasilien und China pendeln, eher andere Namen vertraut sind. Das Unternehmen Boeing ist ohne Zweifel der Anführer im Bereich der Herstellung von kommerziellen Flugzeugen. Ob das Unternehmen erfolgreich ist? Natürlich, Boeing steht für Qualität. Der berühmte Boeing 787 Dreamliner zum Beispiel ist ein zweifach angetriebenes Passagierflugzeug. Auf welche Art und Weise verdient dieses Unternehmen Geld? Boeing verkauft seine Flugzeuge und ist auch noch ein Auftragnehmer des Verteidigungssektors. All das müssen Sie bedenken, wenn Sie in die Boeing investieren möchten. Die Geldmengen, die die USA in den Bereich der Verteidigung ausgibt, sind enorm und die Regierung von Donald Trump will diese Ausgaben vergrößern. Wovon nicht nur der Konzern Boeing profitieren wird, sondern auch solche Unternehmen wie Lockheed Martin und Graham. Boeing ist und bleibt aber nach wie vor der größte Konzern. Der maximale Aktienpreis lag bei $155. Das ist ein solider Preis, den Boeing sich mit insgesamt 5.600 Aufträgen durchaus verdient hat. Und das bedeutet, dass sich Boeing während der nächsten 10 bis 15 Jahre mindestens durch die Herstellung von 400 bis 500 Flugzeugen jährlich finanzieren kann. Jeder von euch ist sicherlich schon mindestens einmal in einer Boeing geflogen, entweder in den Urlaub oder geschäftlich. Das Verhältnis des Aktienpreises zur Rendite liegt bei einem soliden Wert von 17 US-Dollar. Darüber sollten Sie sich aber keine Sorgen machen, da die Rendite bei 3% liegt. Das Unternehmen erhält gute Dividenden. Das Tempo, in dem der Aktienpreis steigt, sieht recht gut aus. Das alles klingt wirklich nicht schlecht. Finden Sie, dass ein Aktienpreis von $155 eine rentable Investition ist? Ich finde, dass der momentan starke US-Dollar in diesem Zusammenhang keine gute Nachricht ist. Der Umsatz von Boeing-Flugzeugen leidet unter dem starken Greenback, während die Flugzeuge anderer ausländischer Konkurrenten attraktiver werden. Die Tatsache, dass der neue Präsident der Vereinigten Staaten die Ausgaben in den militärischen Bereich aber steigern wird, wird auch die Aktien der Boeing positiv beeinflussen. Kürzlich hat Boeing ungefähr 80 Flugzeuge an den Iran verkauft, was sowohl für Amerika als auch für den Iran ein gutes Geschäft gewesen ist. Und für das Unternehmen selbst ist dies eine sehr rentable Vereinbarung. Das waren die Vorteile. Wo liegen die Nachteile? Die Konkurrenz schläft nicht. Airbus und einige chinesische Unternehmen bilden eine gefährliche Konkurrenz, während Brasilien auch einiges vorhat, was die weltweite Herstellung von kommerziellen Passagierflugzeugen angeht. Europäische und einige asiatische Fluggesellschaften fokussieren sich mehr auf Kurzstrecken, während die Boeing eher für Langstreckenflüge eingesetzt wird. Das Preis-Leistungs-Verhältnis liegt bei 17, das ist ein guter Preis. Dennoch möchte ich Sie an dieser Stelle nicht zum Kauf der Boeing-Aktien überreden. In den kommenden 30 Jahren wird sich am Erfolg dieses Unternehmens sicher nichts ändern. Man darf aber auch nicht vergessen, dass der Aktienpreis häufigen Schwankungen unterliegt. Ich würde erst dann zugreifen, wenn sie etwas sinken. Und die wichtigste Tatsache ist es, dass der Name Boeing für Qualität steht. For the last 25-30 years has basically been a success story. It goes up, it goes down. Be careful. I would buy it on the dips more than I'd buy it at the highs, but I think that is it a quality company? Yes. Das war's für heute. Mein Name ist Matthew Stevenson. Denken Sie daran, dass sich Ihr Geld um Sie kümmern kann, jedoch nicht um sich selbst. Bis zum nächsten Mal.